Erstmal Servus, schön, dass du wieder dabei seid. Und zwar mache ich heute ein leckeres Pastagericht und zwar selbstgemachte Bandnudeln und mit einer Walnuss-Sahnesoße. Seid gespannt und kümmern wir uns gleich um die Zutaten für die Bandnudeln. Das wären folgende für die Bandnudeln und zwar 500 Gramm Mehl, 5 Eier, 2 bis 3 Esslöffel Öl und ein kleiner Teelöffel voll Salz. Wir werden jetzt nun die Eier, das Salz und das Olivenöl zum Mehl hinzugeben und schön durchkneten. Ja, wie so sehr geschmeidig ist, aber hart, genau richtig für Bandnudeln. Geben wir das Salz nun hinzu, das Olivenöl, schlagen die Eier hinein und kneten dann den Teig schön durch. Dafür nehme ich am Anfang den Löffel und später natürlich die Hand. Wir werden jetzt den Teig in Folie wickeln und ihn für über eine Stunde lang ruhen lassen. Und das bei Raumtemperatur. Wir haben hier einen Kochtopf voll Salzwasser, da gebe ich nachher die fertigen Bandnudeln hinein und mit diesem Nudelschöpfer nehme ich dann die ganzen Nudeln wieder hinaus und gebe sie hier in diese Schüssel. Das ist der Teig, den holen wir jetzt aus der Folie wieder hinaus und schneiden ein gutes Stück ab. Und dieses Teil tun wir gleich in drei Teile dritteln und mit dem fangen wir an. Also wir haben hier an dieser Nudelmaschine hier an diesem Knauf die Einstellmöglichkeit für die Dicke des Teiges. Hier habe ich jetzt mal 1 eingestellt und gebe hier jetzt mal den Teig durch. Dann stelle ich einfach enger das Ganze. Jetzt bin ich bei Rasterung 3. Rasterung 4. Rasterung 5. Und der Teig wird dadurch ja immer länger. Und jetzt die letzte Rasterung ist Rasterung 6. Wir wollen ja dünne Bandnudeln haben. Wir setzen hier den Hebel um.
Mal kurz in den Kochtopf hineingeschaut. So sehen die Bandnudeln aus, wenn sie kochen. Sie schwimmen an der Oberfläche. Sind sie jetzt gleich fertig? Dann hole ich sie raus und gebe sie in die Schüssel. So, jetzt gucken wir noch hier in die Schüssel rein, wie es aussieht mit den Bandnudeln. Ja, die sehen richtig gut aus. Die Farbe stimmt. Gut, so können wir weitermachen. Also, wenden wir uns nun den Pastagericht zu. Dazu haben wir hier die gerade eben gemachten Bandnudeln, Rinderbrühe, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Olivenöl, Schlagsahne, Basilikum und hier die Walnüsse. Ich gebe jetzt ein paar Walnüsse in den Behälter. Dann etwas Sahne geben wir hinzu, dann Olivenöl und ein bisschen Brühe, damit eine gute Paste entsteht beim Brühen, damit es auch funktioniert. Ich gebe jetzt hier den Knoblauch in die Pfanne. Nur kurz mitbraten, gebe dann gleich den Pfeffer und das Salz hinzu. Das Ganze wird gleich mit der Brühe abgelöscht. Folgt gleich die Sahne. Und wir lassen mal jetzt kurz aufkochen. Geben hier nun das Basilikum hinzu. Und zum Schluss folgt nun das Pürierte in die Pfanne. Und schon folgen dann auch die Bandnudeln und werden mit der Soße vermengt. Können wir auch schon die Leistung runterstellen, weil ich muss da nicht mehr aufkochen. Zoomen wir mal genauer her. Sieht doch richtig lecker aus, oder? Herrliche Soße, nach Knoblauch riechend. Wunderbar. Das riecht sehr gut. So, richten wir an den Löffel. Geben wir hier noch ein bisschen Petersilie hinzu, nur zur Zierde. So, wir sind am Ende angekommen und es war wieder richtig ein sehr leckeres Pasta-Gericht. Seid ihr neidisch? Ja, dann probiert es doch einfach mal. Und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal.